In diesem Video möchten wir Ihnen einmal den Betrieb der Familie Wolf vorstellen, die im Jahre 2013 bis 2014 neben Modernisierungsarbeiten im Altbereich auch einen Neubau erstellt hat. Wir sind hier bei Andreas Wolf in Wiesmoor. Hier haben wir einen Umbau gemacht. 2012 haben wir noch nicht angefangen. 2013 haben wir angefangen. Umbau von den Pferdestellen und Abfertigplätze sind hier auch drin. Abfertigplätze sind hier drin. Wir sind 2012 im Dezember angefangen mit dem Wegweisen der alten Pferdestelle und im alten Enthillbereich. Da sind dann vier neue Pferdeplätze gekommen mit gut 200 Gästen pro Abteil. Ja, wir haben uns für HDT entschieden, was Lüftungstechnik angeht. Mein Hauptargument oder mein Hauptanliegen war, Energiekosten zu sparen. Und weil die immens hoch waren hier, haben wir zuge Pferdestahl und Abwegestahl neue Lüftungssteuerung eingebaut. Mit neuen Zuluftführung im Abwechselbereich über den Köpfen der Sauen und nicht mehr hinter der Sau hoch. Praktisch die Unterflurzuluft abgestellt. Jetzt ist alles über die Zwischendecke. Es läuft alles über den Zuluft-Frischluftkanal im Abwechselstahl. Ja, wir gehen jetzt mal durch den Abwechselstahl. Können wir mal hinlaufen. Ja. Das Besondere am Abwechselstahl ist, dass wir unter anderem für die Wärmezufuhr die Leitungskirche erhöht haben, um eine bessere Sonne zu kriegen. Mit elektrischen Wärmemotoren und Steuerung der Zuluft. Der Wärmeplatten, ein paar Wasserplatten. Geregelte Fußbodenheizung. Geregelte Fußbodenheizung. Der gesamte Stahl im vorderen Bereich läuft auf einer Wasserheizung. Wir haben über 130 Kilometer Kessel betrieben, den wir heute eigentlich nicht mehr bräuchten. Durch den Wärmetausch haben wir enorme Energiekosteneinsparungen und somit die Heizleistung ist nicht mehr erforderlich. Also ist hier auch Luft-Wärmetauscher nachinstalliert worden. Richtig. Zu der Wasserzuleitung, wo wir die Kirche erhöht haben, die werden noch isoliert, bevor wir in den nächsten Wochen wir noch ein bisschen Wärme einsparen. Wärmebedarf. Zuluft kommt hier über die Köpfe des Sauen rein, über den Bereich. Das wurde nicht kennen, das war vorher schon so. Kommt da über den Fluchtkanal rein und dann verteilt sich die Luft über die Sauen. Hier sind Warmwasserplatten aus Stahl mit Beton. In den ersten vier Tagen habe ich hier eine Heizung, eine Verbruchsstrahler drüber. Der aber am vierten Tag ausgestellt wird, weil dann die Wärme unten völlig ausreicht, nach meiner Meinung. Man kann hier nochmal über Abdeckungen nachdenken, im Abwechselstahl, um die kleinen Klimazonen noch ein bisschen besser zu fahren. Ja. Die Abwechselpuppen, das französische Modell, sind sehr gut zu reinigen, haben vorne und hinten Stahl Dreikantboden. Das enorme Sauberkeit bedingt, mit der richtigen Fußklappe drin, die zurzeit noch geschlossen ist, die aber auch am vierten Tag dementsprechend geöffnet wird. Und hat so ein sauberes Tier und sauber abgedeckt. Klappbare Tröge drin, tief gezogen, ohne Ecken und Kanten. Naja. Ne? Ja. Keine Plätze. Alles ein bisschen auf die Linie ausgelegt. In diesem Bereich ist jetzt, sagen wir mal, der alte Abwechselstahl in Anführungszeichen, der ist schon etwas älter, von 1997. Hier haben wir die Zuluftführung geändert, indem wir den Kanal über den Köpfen der Sauen errichtet haben und mit Lochblei ausgelegt. Wo war die Führung vorher? Von unten.
Vorher kam die Luft so unten gespalten, die Luft kam auch. Und rüber in die Bucht rein, hatte immer die Zuluft an den Saugärschen. Also im Hintertal. Und das war, ich sag mal, kontraproduktiv. Hier wurden die Heizplatten verändert. Vorher waren die Mikros drin. Diese Stelle sind umgebaut worden auf Polymerbetonplatten. Um eine bessere Verteilung zu kriegen und auch den heutigen Wurfgrößen gerecht zu werden, um genug Lügeflächen, Wärmefläche für die Fläche zu haben. So, hier sind die Rückflussklappen vom Moment. Hier ist die Rückflussklappe vom Wärmetauscher. Und hier ist die Dachraumklappe, wo die Luft vermischt. Das ist noch nicht komplett fertig. Hier kommt noch eine Platte drunter. Dass eine bessere Vermischung innerhalb der Luft erfolgen kann. Das ist Frage 1 im Prinzip. Wir haben hier hinten den Kreisverbindungsgang. Jetzt verbindet sich die Außenklappen geschlossen. Ja. Die öffnen wir und dann wird die Zuluft von außen reingeholt, die Frischluft, und verteilt sich über diesen Gang in Zentralgang 1 und Zentralgang 2 für Abfallgestaltung und für die Fernbestand. Da kommen wir zu dem Fernbestand. Das ist alles neu gekommen, weil wir haben von der linken Seite hier nach rechts hin komplett abgebrochen, inklusive Dach und alles. Neue Keller drunter, also Betonplatten raus, Bodenaustausch gemacht, neue Keller betoniert und dann komplett neu aufgebaut. Denn zuvor eine komplette Dachsanierung von beiden Seiten, auch um die alten Lüftungskabine rauszukriegen und nur noch den, sagen wir mal, für die neue Anlage, die Lüftungsanlage dann aus dem Dach rauszugucken, ansonsten hätten wir hier ein Kaminland gehabt auf dem Dach. Hurra! So, wie läuft das genau, der Zulufkanal oben drüber her, mit ausreichendem Querschnitt. Hier sind die Lufteintritte, jeweils einmal hier und einmal im vorderen Viertel, dass man eine Verteilung kriegt. Hier wird dann die Zuluft eingespeist, die vorgewärmte Zuluft, und geht dann über kleine Klappen, die sieht man da oben, die sich automatisch öffnen, in den Zwischenbecken. Das wäre eine Straße. Komplett neue Zwischendecke. Komplett neue Zwischendecke. 25 cm Abstand. Außen Unterflurabsaugung in diesem Bereich, im gesamten Ferkelbereich. Mit Oberflur, dass wir zusätzlich noch Oberflur absaugen können. Falls es not tut. Fürtungsanlage im gesamten Betrieb des Schauer-Sportmix-Anlage hier mit Rundflöten. Um eine individuelle Fischung vorhalten zu können und die Ferkel auch, ich sag mal, mit kleinsten Mengen anfüttern zu können. Wir können 180 bis 200 Gramm ist die kleinste Anmischmenge. Somit können wir, ich sag mal, auch kleine Ferkelpartien optimal versorgen mit 7, 8 Fütterungszeiten. Verteilt über den Tag. Fütterungszeiten fangen von morgens 4 bis abends um 10 gegen die. Und dann ist in der Restzeit die 8 Stunden ist Pause, weil nach meiner Meinung ist das besser, wenn auch eine Fütterungspause, dass sie ein bisschen zur Ruhe kommen. Dass die Nachtruhe einfach da ist und für das Wohlbefinden der Tiere, dass sie wirklich auf sich hinlegen und ihre Pausen haben. Ansonsten wäre jeden, ich sag mal, 24 Stunden unter Ruhe gestanden. Das stimmt. Und läuft. Ja, zu dem Umbau ist ja noch ein schwieriger Fall, weil hier oben ist teilweise Betonbecken drauf oder hohes Becken. Wir mussten das abstützen, das Ganze. Wir haben hier teilweise Edelstahlstützen in dem Stahl stehen, um die Decke aufzufangen. Und wie man da jetzt sieht auf dem Bild, haben wir Leinbinder in dem Gebäude. Und diese Leinbinder, die konnte man nicht eben einfach versetzen. Das hätte die ganze gesamte Konstruktion dann aufgehoben und das hätte gar nicht funktioniert. Das war auch gar nicht so einfach, weil die Leinbinder mussten beim Fundamentbau auch hier integriert werden, die Sockel mussten erhalten bleiben, um das Gebäude nicht zum Einschuss zu bringen. Ne? Also das war nicht ganz so einfach. Dann haben wir auf dieser zur Nordseite hin
Also Außenklappen? Da haben wir noch Außenklappen eingebaut. Wir haben die gesamte Außenwand um 50 cm hochgezogen. Die Dachneigung wäre so weit übergegangen, dass man hätte nicht mehr laufen können. Das Ganze haben wir einfach hochgebracht und in dem Zuge komplett neues Mauerwerk mit 17,5 K Sandstein, 8 cm Isolierung oder 2x4 und vom Blender davor. Zu den Fenstern ist vom Fensterbau auch vor Ort. Wir haben im Fenstergestell bewusst Dreifachvergasung gewählt, denn bei Kosten von 35, 40 Euro mehr pro Fenster und bei Einstelltemperatur von 28 Grad haben wir gesagt, diese 30, 40 Euro pro Fenster sind gut investiert. Ja, zu der Heizung, wir haben jetzt Filmrohre eingebaut, vier Stränge pro Seite, um genügend Heizessen zu kriegen beim Aufheizen. Die Aufheizphase ist relativ kurz, die Fliegenstall ist knapp 28 Grad. Nach dem Einsteigen läuft die Heizung die ersten zwei Tage noch, sagen wir, steht bei 75-80% und fährt dann Pöhle runter. Gern 0 am 8. Tag. Dann reicht die Leistung des Wärmetanks aus, um genug Wärme in den Stall reinzukriegen. Und wir auch ein bisschen mehr, wo wir jetzt auch gelegt haben, dass wir den Stall mit dem Tennis halten. Wir haben oben bzw. Wand und Fliesen alles in Weiß gewählt, um wenig Abwärmefläche zu haben und dass wir dadurch ja, wie gesagt, die Fliesenverbund ist einfacher, dass es schön hell ist. Dann haben wir zum Fußboden ist Kunststoffboden und wir haben in den Kunststoffboden etwas vollgesprengten Betonspalten integriert, kleine Fläche, dass wir dieses Blauen auf ihm haben und die Zugspalten besser durchzuführen. Und bewusst vor den Trennen, weil das ein ständiger Gang ist für den Trennen und nicht irgendwo in der Ecke. Ja, wir haben, um die Hygiene zu bewahren und einen gewissen Standard für mich im Zuge der Baumaßnahme von den Stellen, von den einzelnen Übergängen von den Stellen, solche Übergänge erstellt. Zum einen sind nicht frostfrei, aber eben vogelsicher, dass da keine Vögel reinfliegen, ist hell. Wir haben keine Probleme beim Treiben der Sauen, bei den Ferkeln. Wir glauben nur so, wenn wir draußen müssen, immer ein Problem, ihre Türen rauszukriegen. Die laufen relativ zügig raus. Wir vorne haben wir so einen kleinen Platz gemacht. Wenn wir den Stall waschen, läuft das Waschwasser gleich in den Güllekeller rein, dass es sauber und ordentlich ist und fertig. Was haben wir hier gemacht? Das ist gleich im Übergang von dem Sauenstall in den neuen Aufzugstall, sehen wir gleich nochmal wieder. Wir sind jetzt
Ja, lassen wir die alte Aufzug starten. Ja. Und wir sind befinden, er ist zurzeit leer. Wir sind wir jetzt bei, wenn der neue Stall fertig ist, reinigen den komplett durch, weil das ist im letzten halben Jahr ein bisschen hängen geblieben. Anhand dessen ein bisschen mehr Tierzahlen hatten und wir den Platz einfach nicht hatten. Ja. Das zu machen, ansonsten wird komplett frei rausgefahren. Okay. Nachdem wir schon gehalten, werden wir auch wieder anfangen, dass man bloß das letzte halbe Jahr nicht zwischen den Platten kommen kann. Nicht Probleme, sondern wir Platzmangel haben. Ja. Dann mussten wir dann die Stelle sofort wieder belegen und hatten dann keine Woche Leerstehzeit oder 30 Tage Leerstehzeit. Und dann ist das schon wieder. Wir haben im Bereich, wir ziehen so oder wir ziehen unsere eigenen Jungsaunen nach. Und in diesem Bereich, weil hier noch ein bisschen Tierverkehr ist, dann kriegen die gleich Kontakt mit den Saunen nochmal hinstapeln oder hier liegen unsere eigenen Jungsaunen jetzt vor, die wir für die Eigenremontierung brauchen. Die haben wir extra Stahl gepackt, auch wieder schön hell und lange Tröge, weil die haben Platz zum Fressen ohne Ende. Dann haben die hier dann nochmal, wenn wir ein bisschen pushen, wenn wir das wollen, ein bisschen Speck aufbauen. Hier haben die ca. 50 bis 60 cm Trog Wasser für uns. Ja, gut. Und liegen auch bei fast 2 Quadratmeter Platz für uns. Hier sind wir im Wart- und Deckbereich. Wir haben 2 Deckzentren, wir haben einen Wartestall für 112 Tiere und die anderen Sachen werden in Kleingruppen 3 bis 5 Sauen in den alten Aufzugstall gehalten. Das funktioniert ganz gut in den Kleingruppen. Man kann die gewichtsmäßig sehr schön zusammenstellen, die Sauen, und werden dann dementsprechend auch flüssig und sparmäßig füttern. Mal so ein Deckstall. Die Sauen sind jetzt kurz belegt worden, die stehen auch fest. Der Wartestall ist im Prinzip genauso aufgebaut mit denselben Ständen, wo die Kastenständer auch sind. Im vorderen Bereich wieder unter starkem Lichtanfall haben wir eine Überbucht und die Jungsauen, die zur Gruppe dazugehören, beziehungsweise zur Beleggruppe dazugehören, werden dann von dem Eingliederungsstall praktisch rübergestellt in den Deckstall und werden hier befindet. Gut. Alles mit System. Treibgang, auch einfach Licht reinbringen, trocken, windgeschützte Tiere rüberbringen und vor allen Dingen zur eigenen Sicherheit die Hygienevorschriften einhalten. Kein Zutritt von außen, Türen sind alle von innen mit Schlüssel abgeschlossen. Und man kann kurz von einem Stelle an anderen rein. Der Tierverkehr ist innerhalb des Gebäudes und man braucht die Tiere, die auf den Anhänger bringen, was immer wieder ein Risiko ist. Was gegen oder reingeht. Ja, also alle Ställe sind im Prinzip jetzt. Alle Ställe sind miteinander verbunden mit Gängen. Ja. Kein Eintritt von außen. Okay. Und hier ist die Verbindungsleitung vom alten Gasanschluss in den neuen Stall. Richtig. Ja, hier haben wir unsere Siloanlage, wir haben 5 Futtermittelsorten. Wir fangen an mit dem Voraufzugfutter bzw. Viertelfutter und dann brauchen wir für die Jungsaunen spezielles Voraufzugfutter und Endaufzugfutter und dasselbe für die Mastschweine, Vormastfutter und Endmastfutter. Die 5 Silos sind immer gekoppelt. Einmastfutter liegen auf der Südseite des Stalles, dass die LKWs nicht auf Stalls fahren müssen. Und beim Einblasen haben wir
zentrale Staubfilteranlage eingebaut, dass man das ein bisschen sauber hat. Auch hier haben wir in diesem Zentralgang Gefälle gewählt, was 28 cm ist, also 1% Gefälle mit dem Ablauf, dass das Waschwasser direkt in den Güllekeller fließen kann. Alles gedacht. Ja, kommen wir zu unserem neuen Stall, den Aufzugstall, den wir im Juli 2013 in Erdenstein gemacht haben. Nach Auskopplung noch mal im Mai. Wir haben angefangen im Juli, haben wir einen tiefen Keller betoniert. Dann die anderen Keller alle. Anschließend Mauerwerk, Dachkonstruktion in der Reihenfolge. Ende Mitte Februar die Montage am 21. abgeschlossen wurde. Von den zahlreichen Firmen. Ja, wir haben den Aufzugstall hier gemacht von örtlichen Bauunternehmer, der vor Ort ist, weil ich auch ein bisschen Kaufkraft in der Luft bekommen wollte. Firma Janssen war das, ja. Bauunternehmen Janssen oder Holzhandel Janssen. Wir haben sehr solide gearbeitet, war ihr erstes großes Projekt, das war ein bisschen lediglich, muss ich sagen. Brauchten hier und da ein bisschen Unterstützung, aber das hat eigentlich reibungslos geklappt. Wir waren aber super zufrieden. Dacheindeckung hat auch ein Örtlicher gemacht. Und bei den Schallerrichtungen und Luftungsbau und Elektro-Zentrifugation hat eine Lüftung Elektro, hat Firma HDT hier auch gemacht. War so auf dieses keine kompetenten Farbe, was Lüftung angeht, direkt vor Ort. Und Stellerdeckung hat die Firma Pendelmann gemacht, weil ich finde, sie arbeiten relativ solide. Haben, sagen wir, wo der eine oder andere Riesenhersteller Bodenplatten hat mit 2 mm, haben die Bodenplatten mit 5 mm in den Stahl. Wir haben dann auch vom Berufskollegen mal so gehört, das gibt es eine große Firma mit einer anderen Farbe. Der sagt zu mir, die Einrichtung in den Stall ist nach der Abschreibungszeit ist sie auch auf. So, und mit den Firmen wollte er nicht zusammenarbeiten, daran habe ich mich für Pendelmann entschieden. Es war auch noch relativ dicht bei, man kann relativ schnell und kurzfristig handeln. Wenn man Sonderwunsch war, die konnten sofort Kanten verschweißen, das war überhaupt kein Problem. Der neue Aufzugstall hat 2 Eingänge. In einen Eingang, wo wir reingekommen sind, das ist unser normaler Eingang, wo wir eigentlich immer rein und raus gehen. Wir haben zusätzlich auch eine Schleuse eingebaut, für Eventualitäten, wenn mal vorne im Stall so einfach ist, weil es Hufeneindruck oder sonstiges, können wir den Stall in Gang trennen und dann benutzen wir diese zweite Schleuse und gehen von außen in die Schleuse rein. Dadurch können wir die beiden Stahlbereiche voneinander trennen. Darum habe ich gesagt, wir müssen eine Schleuse haben und Waschbecken und solche Sachen brauchst du eh. Ja. Ne? Und wenn wir mal, gewaschen haben oder mal einen Güllekeller rumgetrocknet haben, weil die Teile fehlen, kann man sie auch mal duschen. Hier kann man sich ganz gut duschen, würde ich sagen. Das kann man, ja, ist etwas großzügig gestaltet wie der alte Stahl, aber das ist nun mal so, beim Neubau hat man ein bisschen mehr Varianz, man hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, man plant das von vorher für sich mit ein, das vorne war ja, ich sag mal, ist auch so Zeit gewachsen. Ja. Es gibt noch gewisse Restarbeiten, wir haben hier oben auf dem Schaltstrang von den LC4 noch ein Schild stehen, was nochmal an die Stallaußenwand dran soll. Das ist ein Label von HDT. Die haben das einfach mal erstellt und machen da natürlich ein bisschen Geld. Ist natürlich auch. Nach außen macht das natürlich der Fahrer. Ich sag mal, Leute, die das nicht so kennen, die haben ganz andere Einheit. Die so ein Schild sehen. Wenn so ein Schild sehen, der gemeine Bürger. Ich denke, der. Ja, der versteht. Der versteht. Da kann man ein bisschen was mit anfangen. Ja. Bei uns ist das selbstverständlich und der normale Lüfter, wie sitzt das da? Und wir sind jetzt zusammen. Ne?
Ja, dies ist unser Büro im Prinzip, unsere Schaltzentrale. Hier kommt hier hängt der EC4, hier hängt der Stromatisgast, der Hauptstrahlschutzgast. Wir haben eine Küchenarbeitsplatte gewählt, die ein bisschen stabiler ist, weil meistens ist am Schlagbeschissen sind die meisten zu klein. Ne? Hier stehen jetzt zwei Rechner drauf und für die Fischung, die der Topo ist hier, für die LC4 die Steuerung erzielt. Wir haben den gesamten Betrieb miteinander vernetzt. Also ich kann von hier aus Soundplanedaten ausdrucken, die wir vorne im Büro eingeben oder die wir hier eingeben, kann ich im Büro ausdrucken. Ich kann von vorne aus dem Büro auf die Fischung zugreifen, hier hinten auf die Lüftungsanlage zugreifen. Wenn Alarmmeldungen kommen, dass man nicht immer die 248 Meter Ladespur muss, sondern erstmal gucken, was ist denn? Ja. Das ist immer angenehm auf dem Sonntagabend. Ja. Oder wenn der Kegelfall auf Besuch ist, dann kann man erstmal schnell gucken, was ist. Und dann entscheidet man, ja, ich muss da hin oder das kann ich von hier regeln. Ja. Also aus dem Büro regeln. Hier ist die Schaltzentrale der Lüftungsanlage, nehme ich an. Ja, unter anderem die Schaltzentrale der Lüftungsanlage. Und da haben wir selber noch was eingebaut, was nicht ganz alltäglich ist. Wir haben hier nochmal zwei Festplatten eingebaut, die gegenseitig immer absichern, dass so. Wir, ich sag mal, den gesamten Rechner vom Büro bis hin ins Büro, Stahlbüro 1 und Stahlbüro 2. Also eine automatische Datensicherung? Der macht automatisch alle nachts zwischen 1 und 2 Uhr eine Datensicherung von allen Rechnern. Okay. Wir haben eine Schauerstromanlage, Verschlusstechnik. Die alte Anlage ist von 2006. Wir waren da sehr gut mit zufrieden, oder sind damit gut zufrieden und haben in diesem Stall eigentlich wohl angefragt, zwei andere Anlagenhersteller, was sie denn wohl haben wollten, aber wir standen von vornherein fest, wenn die Anlage auch 5-10% teurer wird, hier kommt eine Schauanlage mehr rein. War auch der Wunsch meiner Frau, weil man hat dasselbe System, man braucht nicht nur suchen, ne? Ist einfach zu handeln und wir können sehr spezifisch die Tiere füttern. Und sagen, so dass die Jungsangruppe, die dürfen so ein bisschen mehr gepusht werden, kann man denen nochmal was extra, was Gutes zukommen lassen, vielleicht nochmal ein bisschen auch zur Futter 1 zusätzlich zukommen lassen, ein bisschen Energie, wenn die nicht mehr höher fahren. Und ich kann jeden Turm einfügen. Als Nachteil ist dabei, man ist beim Füttern nicht dabei, weil die Fischungszeiten etwas länger sind, wie bei der Fischungsanlage. Ich muss aber dazu sagen, wenn ich einen braunen Wagen habe, bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ne? Also Vor- und Nachteil ist letztendlich, wir kommen damit gut klar, sind wir ferngesteuert, abgesteuert, fahren wir sehr gut weg. In der Aufzug sind wir auch gut gefahren, Zunahmen passen. Und dann haben wir gesagt, die neue Aufzug, die Anlage kommt noch rein und ist fertig. Für eine Anlage, die wir vorne in der Halle stehen haben, wurde alt, wo die bisherigen Tiere mitgefördert worden sind, hätte diesen Stall nicht mit betreiben können, hätte wohl, aber wäre bei Laufzeiten von 17, 18 Stunden am Tag gewesen. Und wenn dann irgendwann mal ein Ausfall ist, dann hänge ich zu weit hinterher. Darum ist eine extra Anlage reingekommen. Ja, hier in diesem Vertreibgang oder in diesem Gang ist bewusst auf Vorspaltenboden gewählt, weil diese Tiere vorstapeln zum Selektieren. Es wird einmal eine Bucht in diesem Gang vorgestapelt. Und wenn die Tiere raus sind, die aus dem Selektionsstall, kommt dann die Tiere noch wieder rein, wird vorselektiert. Ein Mitarbeiter kann die Tiere wegbringen, kann die nächste Gruppe holen, dann können wir hier vorstapeln. Dann haben die hier sich abgekurbelt. Ne? Ja. Ich sag mal, wir halten den Selektionsstall schön sauber, die Waage sauber, angenehm zu arbeiten. Ja. Und Zeit. Man gewinnt enorm Zeit, wenn man eine Bucht vorhat, die schon ein bisschen gelaufen hat, die zu wenig haben, ist das Ganze relativ einfacher zu handeln. Ne? So, hier befinden wir uns in den Selektionsstall. Nachdem die Tiere dann vorgestapelt waren auf dem Gang, werden die rübergetrieben. Es findet eine Vorselektion statt. Nach der Vorselektion
Zuchttechniker am Ende. Er bearbeitet die Tiere von einer Seite. Ein Mitarbeiter oder meine Frau hält dann die Stricke. Und so bedient die Tiere gehen über die Waage. Daten werden eingegeben. Schnell. Der Zuchttechniker gibt die Daten ein, das ist die Oberprozess. Interview, Extraview, taktische Messung, und dann kriegen die Testummarke dementsprechend eingezogen, wenn sie positiv und negativ sind. Laufen dann zurück in ihre Box, die immer offen steht, oder die dann die jeweilige Box steht offen, da können die Tiere dann zurückgetrieben werden. Auf den Gang habe ich den Abstand um den Eintrieb zu stellen, einfach zu gestalten und nicht ländlich lange Wege zu gehen. Und die nächste Gruppe steht schon wieder zu warm. Dadurch haben wir enorm hohe Durchsatzzahlen, Durchsatzraten, was das Testen angeht. Sind da relativ schnell dabei. Und den Arbeitsablauf, die Arbeitszeit ist auch ein Faktor, um den möglichst effektiv zu gestalten. Wieder in die Wucht rein. Ja, ich sag mal, die letzten mit Hilfe im Nachtrieb, aber ich sag mal, die können da schon mal hinlaufen. Ja. Teil. Wir sind jetzt auf der anderen Seite hier in den nächsten da. Es geht mir an, dass Knoten haben wir die Abteile gestört. Wir testen morgen zwei Altersknoten. Das sind 115 und 60 Tiere können wir heute holen. Kommt gerade mit dem Termin zu nennen. Ja, zu diesem Stall, der Abzustall, sind im Prinzip 16,5 Teile. Alle in derselben Bauform, bis auf noch halber Teil ist und nur die Hälfte der Dürften. Alles wieder hell. Grundsätzlich in Weiß noch Möglichkeit zum Aufbau. Betonspalten wurden von Sudigen, Einrichtung ist von Kellermann. Zutrumpfanlage Schauerbühne, die wir vorhin schon besprochen haben. Die Krüge sind auf jeden Fall mit Ablauf. Wir haben am Ende des Krüges einen Ablauf im Stöpsel. Beim Reinigen, dass man relativ schnell auch reinigen kann und das Waschwasser rausbringt, Desinfektionswasser rausbringt. Spielzeuge drin, Tränkennippel, wir müssen Hell-Rein-Tränkennippel machen müssen, das haben wir wieder mit dem zweiten gewählt, um alles komprimiert zu machen. Und wir können im Sommer auch noch tränken über die Zuckerverlage, wenn es dann zu heiß werden soll. So, in den ersten Abteilen haben wir die Unterflurabsaugung. Zu Luft kommt entweder von draußen oder in die Zwischendecke von draußen oder aus dem zentralen Zugportal. Haben wir so gewählt, die Anlage teilen nach Gewicht der Tiere, nach Temperatur, Temperaturbedarf, wie wo sie die Luft herholen soll, entweder von draußen oder die Zuluft aus dem Zuluftkanal. Somit können wir die Einzelteile in jedes Gebiet steuern und kriegen dadurch eine gute Wärmeverteilung. Also die Wärme kommt hier auch wieder aus dem Wärmetauscher.
bei den kleinen Tieren, wenn man Wärme tauscht und bei den größeren irgendwann aus der Zimmer von außen. Genau. Der Zentralkanal, wir haben Wasser, Gas, pumpenreinige Leitung, ist eine stationäre Anlage im Altbetrieb, die wir für diesen Betrieb mitnutzen können. Wir brauchen noch Leitungen, kann ich zusätzlich reinlegen mit Abstellen. Die Gasleitung liegt alles im Zentralkanal, ein bisschen gebündelt. Der Zentralkanal ist etwas niedriger, weil die Zulaufklappen genau über der Decke liegen. Also hier drüber ist quasi ein zentraler Zulaufkanal. Ja, der liegt hier direkt drüber. Ja. Der ist auch begehbar. Ja. Und die Zulaufkanal fällt in diesen, in den Zulaufkanal drin und geht dann über Klappen in die einzelnen Teile. Und wenn der Außenklappe offen ist, bleiben die Klappen hier vorne zu. Dann natürlich die Luft direkt von draußen. Andersrum, wenn es kleine Tiere sind und die Außenluft ist zu kalt, kommt die über den Wärmetauscher in den zentralen Kanal, zentralen Zulaufkanal und geht dann in den Freigabe. Ja, der Zentralkanal, wir haben Wasser, Gas, pumpenreinige Leitung, ist eine stationäre Anlage im Altbetrieb, die wir für diesen Betrieb mitnutzen können. Wir brauchen noch Leitungen, kann ich zusätzlich reinlegen mit Abstellen. Der Gasleitung liegt alles im Zentralkanal, ein bisschen gebündelt. Der Zentralkanal ist etwas niedriger, weil die Zulaufklappen genau über der Decke liegen. Hier drüber ist quasi ein zentraler Zulaufkanal. Ja, der liegt hier direkt drüber. Ja. Der ist auch begehbar. Ja. Und die Zulaufkanal fällt in diesen, in den Zulaufkanal drin und geht dann über Klappen in die einzelnen Teile. Und wenn der Außenklappe offen ist, bleiben die Klappen hier vorne zu. Also natürlich die Luft direkt von draußen. Andersrum, wenn es kleine Tiere sind und die Außenluft ist zu kalt, kommt die über den Wärmetauscher in den zentralen Kanal, zentralen Zulaufkanal und geht dann in den Freigabe. Für die Heizung haben wir Gasverdunste und bewusst nach außen gewählt, nicht in die Abteile, weil dieser Raum ist relativ anwendungsfrei, hat auch mit Haltbarkeit zu tun und kleines Finesse mit Klappen kann man diese sehr schön zumachen, dass man keine Falschluft kriegt. Als Gasgebläse haben wir 30 Gaskanonen gewählt, die den Stahl in kürzester Zeit aufheizen. Wir haben für den gesamten Stall 2 Gaskanonen, weil wir meinen, das reicht. Wir stellen auch fest, dass wir zurzeit nicht mehr brauchen. Beim Einstallen selber hätten wir vielleicht noch 5 gebrauchen können, als dann alles eingestallt wurde. Aber ich sage mal, im laufenden Betrieb werden wir 2 Abteile einstallen immer und die Gaskanonen laufen vielleicht 1-2 Tage. Und wieder mal schön helle Stelle, trocken gespalten würden, saubere Tiere. Ja, hier haben wir, sagen wir mal, zu den Böden, sind relativ trocken. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir die Luft vorwärmen über den Tauscher, die Unterflursäure holt die Feuchtigkeit nach unten weg. Man hat einen angenehmen Stahlklima, selbst hier riecht es ja nun nicht extrem nach Stahl, muss man sagen. Noch eine kleine Finesse, die wir gemacht haben, wir haben unter den Türmen bewusst 10 Kupferstäbe Stahl stehen lassen. Was ist das denn? Ja, da fehlen jetzt die Kästen noch, die sind bestellt. Ja. Da kommen solche Arbeitskisten rein, die können wir einfach reinstellen für Farbspray, wenn wir mal ein Medikament brauchen oder sowas, was wir dann in die Kiste mit haben oder Blut vorziehen müssen. Wenn wir die Kiste greifen, laufen dann mit dem Stahl durch. Anschließend können wir die hinhängen, sauber, Platz, ordentlich, fertig. Also da passen die originalen Sortierkästen rein? Die Sortierkästen, originalen Sortierkästen, die gehen da rein, ja. Weil ich mir überlege, hier ist Boden und hier ist Boden, ne? Ja, das ist in der Mitte Schlitz. Genau.
Ja, das stellt die Kästen so von oben rein, da ist auch ein Handel drauf. Ja. Das Hauptsache, dass wir Markierungsstifte und solche Sachen unterbringen. Verblöde. Na, hier haben wir eine zweite Waage, wir haben vorhin die Missionswaage jetzt zum Selektieren, Eisentierwaage, und hier haben wir eine Gruppenwaage, wenn Tiere verkauft werden in Gruppen. Sei es Zuchttiere oder Masttiere, gehen die hier einmal in die Waage. Beim Einsteigen gehen sie über die Waage, um die einzelnen Gruppen dann festzustellen, wie viel Gewicht wir pro Gruppe einsteigen, pro Ventil. Und zum Aussteigen genau dasselbe, wie wir aussteigen. Da können wir die genaue Bewertung machen von der Zucht- und Mastleistung. War einfach eine Vorgabe von mir, die ich alle machen kann, die gemacht werden muss. Eine Besonderheit bei der Waage ist, dass die Waage hat vier Türen. Bei der Waage haben wir die Möglichkeit, wir haben links und rechts einen Stichgang und wir können Jungsauen bzw. Mastschweine vorstapeln. Dadurch haben wir eins Abtrennung in den Stichgang gebaut. So bleiben. Auf beiden Seiten. Eine Gruppe zusammenstellen, von oben eine Jungsaugruppe zumachen, die Box. Die nächste Gruppe wird zusammengestellt, kommt dann hier rein. Somit haben wir eine saubere Sortierung der einzelnen Kunden und können dann relativ schnell über die Verladerampe. Hier haben wir die Zuchtverladerampe, die Tiere verladen. Ohne lange Wartezeiten des LKWs. Sind wir relativ zügig beim Verladen. Das haben wir dann links und rechts gemacht. Bei dem Stall, ja, parallel gebaut wird, wurden sich hier Teile verschiedene. Ja, hier haben wir dann eine Verladewampe. Die wird von uns nicht betreten, die Verladewampe. Das ist Sache des Fahrers. Wir haben noch ein Trennbrett hier vorne. Ist hier noch, dass man den Gang hier absperren kann. Unser Bereich ist hier, das ist der Weißbereich, und ab hier Schwarzbereich, das macht der LKW-Fahrer. So. Wir haben auf den Rampen ein bisschen Platz, dass ein paar Tiere liegen können. Wir haben da auch ein Abflusssystem für die Gülle, was direkt das Waschwasser nicht in den Güllekeller wandert, sondern das geht in die Vorgruppe vom Güllebehälter, um da auch die gewisse Hygiene einzuhalten. Das ist mit dem Rollleitungssystem verbunden. Beide Rampen. Dieses ist jetzt die Jungsaugenrampe. Am Ende des Stalls, auf der anderen Seite, auf der Giebelseite, ist die Rampe für die Mastschweine. Also zwei getrennte Rampen, um solche Hygiene und sowas vorzubeugen. Ja, wir sind jetzt im Dachraum des Stalls. Viel Holz, wie man sieht, oder viel dunkel. Wir stehen jetzt vor dem ersten Abluftkanal. Den wir jetzt betreten. Das heißt, ein Abluftkanal pro Stallseite. Pro Stallseite ein Abluftkanal. Ist einfach von der Statik und von dem Gerüst, von dem Holzgerüst, war das so einfach zu bauen. Die sind aber im Prinzip miteinander verbunden. Ja. Die Abluftkanäle. Hier sieht man die Abstellung der Abluft. Die fahren dementsprechend auch dazu. Wenn die 10 Zentimeter Waschweine drin, dann ist die Klappe schon weiter geöffnet wie hier. Relativ kleine Ferkel im Abteil 18, kleine Ferkel drin. Ja. Beziehungsweise haben schon auch gestellt. Ja, Daniel, hier haben wir jetzt einen für den Werbetausch und Werbetausch 1. Die Abluftkanäle kann man hier auch deutlich sehen, die sind miteinander verbunden. Der Zwischenbereich, wenn man das links rechts aufgefüllt ist, der 2 Meter, das ist der Zuluftkanal, der zwischenhängt. Der Tauscher saugt hier die Abluft auf. Zur Reinigung des Abluftkanals haben wir den Kanal komplett mit Beleuchtung ausgestattet. Und zusätzlich ist auch Fußboden zur Nacht aufgekommen, der relativ schnell und einfach zu reinigen ist. Das ist PVC. PVC-Buller, darunter haben wir Rauschbombretter gelegt, der PVC-Buller ist aufgeklebt. Man kann den trocken oder auch nass reinigen, wahrscheinlich am schnellsten wird ausgefegt, und wenn es dann mal alle paar Jahre mal sein muss,
könnte man auch eine Lastwagen. Der Film, was den Boden belastet, ist, dann werden die 10 cm hochgezogen auf der Haufenseite. Da ist auch kein Wasser, kein Leckwasser. So, jetzt gehen wir in den Luftkanal. Die 80 Meter sind etwas gestört und die Kästen hier zwischendurch sind so wehen. Ja. Sonst geht's. Wir haben hier jetzt ein paar Tauscher von der Zulaufseite. Die Vorder werden beluft. Die Vorder werden Zuluft. Kommt über den Ventilator rein. Strömt hier rein. Und vermischt sich hier mit Dachraumklappe, die auch gesteuert ist und mischt dadurch die Zuluft ab. Dann fällt die Zuluft, verteilt sie in den Gang. Diese Auswürfe haben wir im Prinzip viermal, bei jedem Tauch und jetzt nochmal, das ist eine optimale verteilte Wendung nochmal. Hier oben zwischen den beiden Kanälen, den beiden Abwurfkanälen, geht jetzt die Einheit nochmal, wo die Abwurfkanäle drin sind, die dann zuschalten, dann die Wärmetauscher, die Abwurfleistung nicht mehr bringt. Hier könnt ihr auch wunderbar sehen, diese Teile sind befriedigt. Hier stehen die Klappen offen, die Zulufteinweiser. Hier im Lokal befinden sich jetzt Werke, die um 35 Kilo. Dementsprechend saugen die jetzt aus diesem Zulufkanal die angenehme Luft, die wir jetzt haben, in der Verteiler. Zusätzlich haben wir hier einen Fühler für die Temperatur. Die Zulufttemperatur wird hier gemessen und auch die Feuchtigkeit wird hier gemessen. Da kann man auch sehen, wir haben die gesamte Kabelführung für den Stahl extra in den Zulufkanal reingewählt. Weil hier die wenigsten Schadstoffe drin sind, ist immer schön trocken. Wenn die Defekte sind, kann man relativ einfach rankommen. Ja. In den Zentralgang unten sind eben nur die Stichleitungen, die runtergehen. Alle Abfleuchtdosen sind alle hier oben. Ich habe hier gesehen, hier sind diese Kipplappen an den Wänden. Wofür sind die denn gut? Du willst doch alles wissen, ne? Ja. Sind wir hier. Wir haben hier Außenklappen. Für den Zulaufkanal, für die Sommerluftwagen und aber gewissen Jahren, die müssen teilweise Schlitze haben, weil da gelenkte Motoren drin laufen, das muss beweglich bleiben. Ja. Und ich sag mal, im Winter brauche ich die Außenklappen nicht. Da stelle ich immer gerne die Klappen zu, so. Mache den Rahmen zu, dann reicht die Luft, die aus dem Dachraum kommt und auf dem Wärmetauscher kommt, völlig aus. Das hat so wieder so einen Energiespareffekt. Ja. Wir haben lange überlegt, wie wir den Stall bauen und wir wollten eigentlich einen hellen Stall bauen, arbeitsfreundlich. Wir haben 13 Fensterfläche, sogar noch ein bisschen mehr hier drin in den Abteilen. Direkt an den Fenstern müsste ich eigentlich jeden Morgen um 9 Uhr mal durchgehen, mir in der Nackenspitze Sonnenschutzfaktor 20 nehmen und die Scheune noch einspritzen, dass ich keinen Sonnenbrand kriege hier. Es ist sehr, sehr hell an den Fenstern. Der Nachteil, der sein könnte, wenn wir Probleme sehen bei diesen hohen Lichteinfallstunden, ist doch die Aktivität der Schweine, dass sie vielleicht das Schwanzbeißen eher beginnen und wie sonstiges. Weil eigentlich sind ja Hausschweine wie Nachtschweine nachtaktive Tiere. Wollen wir mal gucken. Aber es sind gesetzliche Vorgaben, die wir verhandeln müssen. Nur zum einen ist das schön hell, zum anderen ist es auch nicht praktikabel, das ist auch dauernd. Viele Betriebsleiter gehen heute dabei und verdunkeln die ganzen Dinger, also weil es anders nicht möglich ist. Wenn das schnellste Papier wegfällt, dann haben wir nur noch andere Bälle, das kann ich auch so sagen. Das bestätigen auch Tierärzte und öffentliche Institutionen wie die Landschaftskammern und sonstige. Thank you.
Ja, du lasst einfach mal diese Stelle bei Bieren verteilen. Zufriedenheit der Tiere. Trocken. Gesund. Wenn man jetzt aus diesem Bild rausgeht, hier aus den Flusskurven, haben wir eine Grafik. Wir können einmal die einzelnen Abteile verstellen mit den Werten. Dann können wir auf die Übersicht gehen. Da haben wir eine grafische Darstellung des Altbetriebes, des Ferkellaufzustands, Abfängestalles. Da kann man für jedes Abteil zuordnen. Da sieht man auch immer sehr schön die Leinbänder, wo du vorhin drüber gesprochen hast, die im Stall integriert sind. Ne? Richtig. Da haben wir jetzt einmal die Abluft, die ist hier rot gekennzeichnet. Alles, was mit Abluft zu tun hat, alles mit Zuluft ist blau und Wärmetauscher ist in grün eingezeichnet. Zurzeit haben wir eine Außentemperatur von 16 Grad. Der Wärmetauscher ist raus, also dementsprechend bei 0%. Wir haben Wassergehalt in der Zuluft von 6,4 Gramm, 49% Zuluftfeuchtigkeit, auch relativ trocken, und eine Zulufttemperatur von 18,1 Grad. Diese 2 Grad Differenz kommt aus dem Dachraum über die zentrale Dachraumklappe. Okay. Tierwohl scheint hier groß geschrieben worden zu sein. Ja, der ist sowas von zufrieden, das kann man ja mal sehen, oder nicht? Man kann auch sagen, wie machen die Mädchen auf St. Pauli? So, wo wir gerade hier stehen, der Giebel, der sah aber vor kurzem noch anders aus. Ne? Ja, im Zuge der Umbaumaßnahmen, weil wir irgendwie, wie gesagt, die rechte Seite, die linke Seite komplett weggenommen haben, mussten wir das Mauerwerk an den Seiten hier verändern und auch das Mauerwerk hier vorne verändern. Und ich sag mal, da einen Cut zu machen bei der Tür, das war nicht nach meinem Sinn. Sieht auch nicht aus. Dann habe ich gesagt, die Verblender kommen da ganz vorweg, wir machen dann neuen Giebelverkleidung vor. Ziehen den Verblender eigentlich durch bis zur Haus wieder, bis zur Hauswand, dass wir ein einheitliches Bild kriegen. Ja, sieht ja gut aus. Ne? Wir haben da auch noch schöne Schilder dazu gekriegt zur Einweihung. Ja. Das haben wir uns da vorne so mal schön befestigt. Ja. Dann weiß jeder gleich, wo er ist. Ja. Ne? Und dass da Schweinestall sind, dann braucht man nicht immer. Ja, sieht man so sonst ja nicht, dass das ein Schweinestall ist, also von der Giebelseite. Ich meine, nicht unbedingt. Ja, wie gesagt, das haben wir jetzt alles umgebaut. Diese linke Hälfte, wo die Ferkel aufgefüllt ist, kann man den Wärmetauscher nochmal sehen, weil die Seitenfront zur Nordseite hin, wiederum mit dem dreifach verglasten Fenster im Ferkelaufzugbereich. Und da oben diese weißen Rahmen, da sitzen die Zuluftaußenplatten drin, wo wir direkt von draußen dann die gesteuerte Zuluft in die Fläche. Jetzt. Da stehen wir mal direkt vor der Außenklappe für die Frischluft. Gewisse Dachüberstände habe ich gewählt, um. Ja gut, auf der Nordseite kriegt man keine Sonneneinstrahlung, aber. Das zu bewerten. Wir haben auf den anderen Stellen auch die Dachüberstände gewählt und haben im Zuge der Umbaumaßnahmen hier auch die Dachüberstände. Sauber, ordentlich. Das sieht jetzt auch alles von außen auch optisch gleich aus. Ja, ja. Wir haben den Giebel, den Saunstall, der da hinten steht, haben wir bei den Steinen und Giebel angepasst. Ja. Und auch wiederum hinter dem Saunstall der neue Aufzugstall. Ist im Prinzip genau dasselbe, passt auch wieder ins Bild mit dem Verblender, mit dem Giebel. Und man kriegt wir kriegen einheitliches Bild auf das Ziel. Und das ist dann so ein kleines ob man es braucht oder nicht, weiß ich nicht, man braucht es sicher nicht, aber so gehen.
Ja, hier haben wir schon solide Fluchttüren eingebaut. Türen innen und außen kamen alle vom Pendelmann. Machen gute Arbeit. Habe ich dafür entschieden. Ja, das sieht solide aus. Hier haben wir die Rahmen für die Schlagspeine mit vernünftigen Rohren. Wenn die Jungs dann mit dem LKW kommen und gegen die Steine fahren wollen, fahren sie erst gegen die Pontons. So. Dann muss das vorne in der Kabine muss er rumpeln. Sonst haben wir gleich die Wände kaputt. Auch hier wieder Waschgelegenheit auf der Rampe, ja. Abfluss auf der Rampe, die zum Glück überhaupt. Ja, zur Gülletechnik. Wir mussten im Zuge der Baumaßnahme noch Güllekapazitäten schaffen. Wir haben uns entschieden für einen Behälter in Fertigbauweise von KD. Die Entnahmestation haben wir durch die Wand gekriegt, weil wir eine Bauhöhe haben von 6 Meter vom Behälter. Gesamtvolumen des Behälters 3200 Kubikmeter. Ich fordere diese Annahme- oder Entnahmestation ist eine Besonderheit, dass man mit 2 bzw. 3 verschiedenen Fässern fahren kann, sprich der Technik des Lohnbetriebes und der eigenen Technik zwischen vorhalten zu können und parallel die Gülle absaugen zu können. Ja, man sieht jetzt im Bild, das ist die Wärmetauschergruppe 1, wo das HDT-Label drauf ist, ist der Wärmetauscher dahinter. Dahinter liegen Absaugpunkte. Wir schwenken rüber zu der mittleren Absauggruppe, die haben wir vorhin auch in der Zulauf- und Abluftkanal gesehen und gehen dann zur Wärmetauschergruppe 2, auch wieder mit Absaugpunkte. Und das Ganze haben wir auf dem Dach relativ gut verteilt, dass sich die Wärme anpasst. Wir sehen jetzt nochmal die Siloanlage von hier und der Altbetrieb mit den Stellen.